So, wir machen weiter mit unserem VfR Aalen mit einem rauschhaften Start in der zweiten Liga. Ich will gar nicht drüber nachdenken, wo das enden könnte. Das ist, kommt mir alle, ich will da gar nicht drüber nachdenken. Bringt nur, wir spielen selbstbewusst weiter. An einer Sache müssen wir vielleicht noch ein bisschen feinern. Ganz oft rufen mir Leute schon zu, vor allem auf Twitch. Mensch, WB, guck dir doch mal an, wie die Standardspieler bei den Aufgaben eingestellt sind. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so sauber läuft, wie es laufen sollte. Diese Einstellung hier, hier machen wir das bei der, beim Aufstellungsbildschirm. Da gibt es hier unten einen Button, der heißt Aufgaben verteilen. Da einmal drauf geklickt, dann kommt man hier drauf. Das sind die Standards. Und ein paar andere Geschichten wie Torhüter im Notfall, Abwehrchef und so weiter. Hier sind die sortiert, mutmaßlich mal so, ich weiß gar nicht wonach, so wie die glauben, dass das Sinn macht. Was ich nicht verstehe, ne? Ich denke ja, ne? Wie der Co-Trainer glaubt, dass Sinn macht. Was ich verblüffend finde bei den Freistößen, ist der Frederik Rönnow, der die Freistöße die ganze Zeit schießt, ganz weit unten aufgestellt. Aber er wird immer oben eingesetzt und das verstehe ich überhaupt nicht. Das ist ein absolutes Rätsel, da komme ich nicht hinter. Das ist ein Beispiel dafür, dass Sachen komisch laufen. Beim Kapitän, Knoche und Frederik Rönnow vorne, Winkel Faller, ich glaube, das passt so halbwegs, obwohl ich gestehen muss, ich habe da nicht so gut aufgepasst. Abwehrchef kann man auch noch nachvollziehen. Elvedi da, was ist was, welchen einen, das kann doch eine kosmetische Geschichte sein. Ich weiß es nicht. Nee, das war alles schon vor dem Drücken dieses Buttons. Im Chat wird gefragt, Mensch, WBE, vielleicht ist das erst passiert, als du den Button gedrückt hast. Dadurch das Drücken des Buttons hat sich fast nichts verändert. Wir gehen mal der Reihe nach vor. Wir beginnen mal mit den Elfmeterschützen. Es gibt ja auch so eine Eigenschaft Elfmeter, die kann man aber hier... Hat hier einer von uns... Entschuldigung. Hat hier einer von uns... Einen Elfmeterpunkt hier. Einen Elfmeterpunkt dort. Keiner. Zwei oben haben Elfmeterpunkte. Ich glaube, da kann man gar nicht nachsortieren, oder? Also hier der Eutropio Echeverri, der hatte einen Elfmeterpunkt. Und der Oliver Hein auch. Jetzt wird der... Der spielt der selten. Der sitzt meistens draußen. Aber den weiter oben spielen zu lassen, finde ich eigentlich naheliegend. Der oben hat dagegen hohe Schuss... Einmal Schusskraft, einmal Schusstechnik. Jede Wette, dass das auch hilft. Der auch einmal Schusskraft, einmal Schusstechnik. Eutropio Echeverri hat halt nur einmal Elfmeter und weder Schusstechnik noch Schusskraft. Ich vermute, dass das die Überlegung ist. Jetzt weiß ich nicht, wie das in spielintern gewertet wird, aber eigentlich finde ich das nachvollziehbar, dass man die beiden mit Schusskraft und Schusstechnik vor ihm einsetzt. Der hat auch so noch einen Technik-Plus. Ich weiß nicht, ob Technik eine Rolle spielt, das würde ich so lassen. Dann Robin Knoche. Der hat da gar nichts. Sind da nicht irgendwie noch Leute, die... Also das ist die Sortierung hier, ne? Ja, okay. Hat irgendjemand noch woanders Schusskraft und so? Der hat Doppelschusskraft. Hudson Sinclair. Doppelschusskraft und steht hier unten? Komisch. Dann packen wir den mal sogar noch vor den Eutropio. Ist Schusskraft oder Schusstechnik? Ist vermutlich für Elfmeter gleich wichtig, meine ich mal, ne? Wir packen den mal eins nach oben. Für Elfmeterschießen im Pokal wäre das nicht ganz so unwichtig, ne? Hier nochmal Doppelschusskraft beim David Martin. Schusskraft Doppelplus bei Eloy Urrea. Krass. Einmal Schusskraft bei Toni. Schusstechnik Doppelplus bei Fabian Schnellhardt. Das ist für mich nicht ganz durchsichtig. Hier einmal ein Plus bei dem Kollegen hier vorne. So, das haben wir jetzt geklärt. Das sind die Elfmeter. Jetzt die Ecken. Da brauchen wir natürlich einen Eckenspezialisten. Ist Fausto De Lorenzo ein Eckenspezialist? Ja, Ecken Doppelplus. Warum tritt er dann nicht die Ecken? Warum tritt unser Torwart die Ecken? Warum tritt unser Torwart die Ecken, wenn wir einen Doppelplus-Spezialisten haben? Das wurde hier abgespeichert, ne? Ja.
Das ist mir gerade ein völliges Rätsel. Wir stellen jetzt einen Ecken, wisst ihr was, wir machen jetzt erstmal für ein Spiel nur die Geschichten. Wir kontrollieren dann mal, ob das vom Spiel überhaupt übernommen wird. Warum sollen wir alle Kategorien durchmachen, wenn wir uns nicht sicher sind, ob das übernommen wird? Wir machen nur die wichtigsten hier. Freistöße, Elfmeter-Ecken. Das ist ein Eckenspezialist, Horst oder Lorenzo, der spielt auch fast immer. Robin Knoche hat gar keine Eckenvorteile, höchstens Übersicht. Ach, guck mal, die Übersicht hier. Was ist denn hier los? Das sind die Grünen hier. Und Winkel und Faller werden anscheinend als wichtiger eingestuft, sind aber im Moment auf der Tribüne. Das heißt, wir müssten die außerdem noch nach oben schieben, damit das auch klappt, ne? Ah, das gilt auch hier oben. Winkel hat Schusskraft und Schusstechnik. Faller auch. Ja, das stimmt ja im Prinzip. Und die Ecken hier. Doppelplus bei den Ecken. Hudson Sinclair Doppelplus bei den Ecken. Dahinter Winkel und Faller. Kann sonst jemand gute Ecken noch? Wir machen erstmal nur die. Wir wollen nicht alles machen. Da sind Ecken von der anderen Seite, mal so wie hier oben. Wieso den Knoche weiter vorne? Vielleicht wegen links und rechts Fuß? Ich weiß es nicht. Wir nehmen mal Forster de Lorenzo auch hier nach oben und Hudson Sinclair mit dem Eckenplus auch nach oben. Ein Winkel und Faller. Die Grünen sind für die Position am geeignetsten, meinte El Heiso. Sinclair hat keine Eckenfähigkeit. Wie kam ich denn gerade auf Sinclair? Irgendjemand hatte doch... Stimmt, der hatte die Übersicht. Deshalb war das, stimmt. Aber Sinclair weiter runter. So. Dann ist noch Forster de Lorenzo mal oben. So. Und warum wird Sinclair oben angestellt? Schusskraft-Freistoß-Spezialist. Er ist auch für die Freistöße eingeteilt. Das ist gut. Die Grünen sind die spielen, genau. Aus der aktuellen Startelf. Und die sind auf Tribüne oder Bank, ja. Genau. Dann die Freistöße hier. Einmal Freistoß bei Hudson Sinclair hier auch. Bei den Freistößen von rechts dagegen sind Winkel und Faller oben einsortiert. Wegen der Flankenspezialitäten, Flankenschusskraft, Schuss. Also das scheint mir im Prinzip weitgehend logisch zu sein. Das Problem ist nur, dass es in der Praxis nicht so eingesetzt wurde, sondern dass Frederic Renault immer schoss. Aber so wie die hier sortiert sind, das kann man im Großen und Ganzen bis auf wenige Ausnahmen nachvollziehen. Wir lassen das mal so, wir speichern einmal ab. Das Problem war eigentlich nur, dass im Spiel was anderes passierte einfach. Wir testen das mal, ob das so übernommen wird. Beim nächsten Match. Also, wenn alles seine Richtigkeit hat, dann werden die Ecken von Fausto de Lorenzo geschossen und die Freistöße von Hudson Sinclair. Das merken wir uns mal. Den Rest gucken wir nachher. Alles klar? Sinclair ist angezeigt, weil er der Höchste ist, der spielt. Nein, darum geht's nicht. Es geht darum, dass Frederic Renault die ganze Zeit fast alle Standards gemacht hat und der spielt ja auch. Das ist das, was mich irritiert. Und der ist in der Liste ganz weit unten, aber wurde im Spiel immer nach oben gesetzt. Das ist das, was mich irritiert. So, Würzburger Kickers, wir machen mal gleich weiter. Wir haben doch alles eingestellt hier, ne? Alles gut. Ja, alles gut. Und eins weiter. Dann holen wir uns wieder die nächste Woche. Könnte ein Bug sein mit dem Torwart, mein Faxe. Das kriegen wir gleich raus. So, und das können wir wieder alles so lassen wie gehabt. Ich würde jetzt aber gerne die Abseitsfalle mal ein bisschen pushen. Das ist eine orangefarbene. Konterwert ist schön hoch. Einmal so. Der Rest bleibt. Alles okay. Einmal Intensität runter.
Und wir machen die Intensität hier drauf und machen lieber statt Freistöße noch einmal die aktive Erholung. Zuletzt hatten wir leichte frische Probleme. Ludab schreit im Chat, vielleicht wurde er ja oben und unten vertauscht, denn Renault ist ja eigentlich der Letzte, der schießt. Das ist ein interessanter Gedanke. Viktor Pauson, alles gelernt, was man lernen kann, das war's. Ausgelernt, der Isländer. Kalitos Paulita, der linkse Außenstürmer, den wir uns geliehen haben für teuer Geld. Das ist echt eine Granate. Wir haben eine Option für 18 Millionen, den nach Ablauf von 2 Leihjahren zu kaufen. 18 Millionen, da können wir schon mal Geld für zurücklegen. Und Dribbling hat er sich geholt, jetzt können wir ihn pushen. Für einen besseren Torriecher oder für bessere Eckenspezialisten. Ich zeige euch nochmal das Bild hier. Das kennt ihr ja schon. Und als linker Außenstürmer, wir gucken mal, welche Werte da. Habe ich euch zu Beginn des Streams erklärt, wo das herkommt. Kann ich euch nicht ständig, also haben wir eben schon mal erklärt. Wir gucken mal, ob wir mehr auf Ecken gehen wollen oder auf Torriecher. Hilft Torriecher beim linken Außenstürmer? Hilft ein bisschen. Ecken hilft dagegen gar nicht. Wir könnten ihn zum Eckenspezialisten machen. Also Ecken macht seine Grundstärke nicht stärker. Torriecher macht seine Grundstärke ein bisschen stärker. Wir können allerdings auch sagen, wir wollen aus ihm einen Eckenspezialisten machen und gehen deshalb auf das Doppel-Ecken-Plus. Also wir gehen mal auf Torriecher. Was kommt denn danach? Dribbling. Dribbling hilft massiv als linker Außenstürmer. Flanken sicher auch. Flanken auch. Die würden wir hier rüber erreichen. Kreislaufprobleme. WB hat es übertrieben. Echt? Mir hat Spaß gemacht. Abreise rüber nach Würzburg. Etwas mehr als 100 Kilometer nur. Und wir haben eine Gesamtstärke von 98, die von 81. Auswärtsspiel, die sind Tabellenfünfter, wir Tabellenerster. Die spielen eher schwach auf den Flügeln. Man sollte wieder über die Flügel angreifen. Sehr kompakt im Mittelfeld, weder besonders defensiv noch besonders offensiv stark. Fünfer Abwehrkette. Massiertes Mittelfeld, ein bisschen Sturm. Wir gehen über die Flügel, spielen mit einem Defensiven und zwei Zentralen. Elvedi bleibt drin, weil er der einzige zweite Künstler ist, den wir haben. Dahl ist unten. Rest bleibt, wie es ist. Hier hat sich bei den Torwarten was vertan. Das ist so eigentlich richtig. So können wir spielen. Hat irgendjemand Problemchen? Martin und Elvedi. Kondition verbessert sich, der darf spielen. Sieht alles gut aus. Frische Probleme scheint keiner zu haben. Er hat ein Konditionsproblem. Wird ja fast nie eingesetzt. War auch mal verletzt, ne? Der Rest bleibt, wie es ist. So kann man spielen. Pausan bleibt im Augenblick draußen. Echeberry soll deshalb rein, auch weil er kurz vor dem Stufenaufstieg ist. Wir haben nur 5 Punkte, da mal einen weiteren Neuner. Das wäre ultra cool. Vor allem, wo er nicht so alt ist. Er ist gerade erst mal 25. Dass die Abwehr so schief ist hier, das ist Absicht, Foti. Das ist irgendwie so, ja, du kannst nichts dafür. Das erkläre ich mal Augenblick alle. Das werde ich alle 15 Minuten gefragt. Das ist, weil Elvedi eigentlich ein Innenverteidiger ist. Der ist stärker, als wenn wir ihn weiter nach außen ziehen. Ich könnte ja auch gegenseitig euch so Fragen beantworten. Wie weit ist Elvedi auf der Position? Wir wollen ihn ja nicht dazu bringen. Ja, wir müssen aufpassen. Er soll nicht rechts außen werden. Den müssen wir auch mal innen einsetzen. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt schon. Wir wechseln den nachher einmal als Innenverteidiger ein und starten mit ihm als... Wir starten mit Hatschitsch, auch weil wir dann einen Künstler weniger haben
und bringen LWD nachher von der Bank und setzen ihn einmal innen ein, weil dann wird der Zähler, der ihn zu der anderen Nebenposition bringt, gekappt, nach meiner Erfahrung. Ja? Okay? Falls ich das vergesse, erinnert mich dran, so Mitte der zweiten Halbzeit, dran erinnern. Ernsthaft. Ich streame ja schon so lange am Stück hier, fast 5 Stunden. Ich könnte es vergessen. Weil er als Rechtsaußenverteidiger niemals so stark wird wie als Innenverteidiger Feuermond, weil die Eigenschaften, die er hat, ihn zum typischen, die Spezialangriffe, Eigenschaften ihn zum typischen Innenverteidiger machen. Der kann Rechtsaußen nicht diese Werte erzielen. Gerne. Wir könnten natürlich sagen, da uns ein Künstler fehlt, könnten wir ihn auch zu einem Rechtsaußen machen. Aber ich hoffe ja, dass wir demnächst mal einen Künstler bekommen. Neun durch einen Einkauf, dass wir auf ihn nicht mehr angewiesen sind. Der Rest bleibt so, wie es ist. Ist eine Seite schwächer als die andere? Die linke ist geringfügig schwächer. Weil weniger Punkte hier und der ist zweikampfstark. Könnten wir uns überlegen. Torwart ist gut im Fausten, Fangsicherheit und so weiter. Und weiter. Wir verteilen mal auf beide Seiten. Wir beginnen mit Ballbesitzfußball, mit etwas Pressing. Luca muss ich nach außen. Oh, stimmt, das habe ich vergessen. Mache ich gleich. Luca muss nach außen, stimmt. Danke. Mache ich gleich nochmal. Erste Minute stoppe ich und ziehe Duka nach außen. Stimmt. Den Rechtsaußenverteidiger. Wir machen die beiden nochmal an. Die haben wir, glaube ich, lange nicht mehr angehabt hier. Das sind Angriffe über die Außen. Den über die linke Seite. Wir machen den ja über die linke Seite. Den machen wir mal an. Auch wenn wir ihn nie trainiert haben. Angriff von links. Das könnte wahrscheinlich bald eher nicht klappen. Aber den machen wir mal an. Es sollte eigentlich auch so klappen. Dann pushen wir. Ich würde die Taktik pushen. Vielleicht könnte das sogar dazu führen, dass wir ein Tor machen hier drüber. Wir machen aber so eins. 2 Punkte besser in der Taktik. Ich weiß nicht, ob das dazu führt, dass das hier eher klappt. Vielleicht auch Fokus, ich weiß es nicht. Fokus kommen wir auch, da haben wir auch schon viel verloren. Wir pushen hier mal die Taktik. Und? Oh, der steht schon außen. Viel besser wird es gar nicht. Ballbesitz bei den Kickers. Und oh, 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 die kommen richtig gut aus der Kabine. Richtig gut. Jetzt ist wieder halbe defensiv mit langen Bällen gegen Ballbesitzfußball. Alles gut, weitermachen. Oh, oh, Würzburg ist am Drücker. Die haben anscheinend eine gute Halbzeit, einen guten Start erwischt. Vielleicht sogar eine gute erste Halbzeit. Renault hat den noch gehalten. Wir ziehen den Stecker. Wir gehen einmal rein in die Taktik. Die sind voll aufgeheizt worden, vermutlich von ihrem Trainer. Wir gehen einmal runter auf abgesichertes, ruhiges Aufbauspiel. Versuchen denen den Stecker zu ziehen, Leute. Vielleicht können wir die ausbremsen. Und das ist auch nicht gut. Wir gehen mal bei den Karten auf. Ich will keine überflüssigen Gelben sehen, bitte. Ballbesitz ist bei den anderen. Oh, die sind echt am Drücker. Wir haben keine gute erste Hälfte erwischt. Wir müssen irgendwie durch die erste Hälfte durchkommen. Freistoß Luka Hatschitsch. Hat er den eingestellt? Ist das unser Freistoß-Torschütze? Ist das unser Freistoß-Torschütze, Luka Hatschitsch? Arlen kommt. Fausto Lorenzo, es klappt endlich. Der Bug ist weg.
alle Leute, allen! Auswärtsfans, seid ihr alle mitgereist? Peitsch eure alle nach vorwärts! Leute, Unterstützung, leichter Ballbesitz für uns Vorteil. Ecke, Fausto Lorenzo, endlich unsere richtigen Eckenspezialisten. Wuchtet ihn rein, weit nach außen, Mendisch. Ah, der war viel zu weit draußen. Erste Hälfte. Es ist die Frage, wie kommen die aus der Hälfte, wie kommen wir aus der Hälfte? Sollen wir mal eine Motivationsrede uns anhören lassen? Weil das ist ein mentales Problem, glaube ich. Das ist ein mentales. Ja? Männer, kommt mal zum Trainer. Trainer will was sagen. Team, Zufriedenheit darf gerne sein. Nach dem Spiel. Aber das müsste eigentlich was gebracht haben. Und jetzt gucken wir mal, ob es wirklich was gebracht hat. Ja, wir sind sofort am Drücker. Bringt sofort was. Und deshalb gehen wir jetzt rüber auf Ballbesitzfußball. Erhöhen das Pressing. Und Allen kommt. Allen! Martin, der Franzose. Weit nach vorne. Paulita flankt schön rüber, fast ins Aus, Mensch, drückt schnell noch ganz frei. Eine Motivationsrede von Trainer. Es war ein rein mentales Problem hier. 1-0 für uns. Weiter am Drücker bleiben, Leute. Jungs, bleibt am Drücker. Sind alle noch fit? Martin, David Martin lässt nach. Soll man ihn austauschen gegen Wendt? Oh, hoppla, was habe ich gerade gemacht? Was denn gerade passiert? Das war gar keine Absicht. So. Wollen wir David Martin austauschen? Gegen Wendt. Der war nämlich länger krank. Rest der Mannschaft geht eigentlich. Hatschitsch. Wie bitte Gesundheit? Nein, der heißt so Hatschitsch. Hat auch ein leichtes Problem hier außen. Elvedi wollten wir nachher reinnehmen als Innenverteidiger. Der muss er leider erstmal durchspielen. Er hat eine gelbe, Echeberry hat eine gelbe, Lorenzo, nee, Paulita hat eine gelbe. Die entblößen komplett die rechte Seite, das nutzen wir. Und die machen Druck, die wollen richtig, jetzt wollen sie uns eins reinwürgen. Das nutzen wir. Leute, wir gehen massiv über rechts. Massiv. Das heißt, dass wir Pantovic als weitere Spitze reinbringen könnten für, wenn wir offensiv denken, für Fabi. Und den stellen wir hier auf die hängende Spitze rein. Ich weiß, wir liegen 1-0 vorne, aber ich will die... Versuch mal, ob wir es über die rechte Seite schaffen. Ja? Gucken, ob das klappt. Können wir die weiter nach hinten reinstellen? Nicht wirklich. Hier geht's lang, Leute. Rechte Seite ist blank, Leute. Rechte Seite blank. Pressing, Ballbesitz, Fußball. Rechts kommen wir. Paulita darf weiter hinten. Und? Angriff an, rechte Seite, Knoche, rechter Flügel, haben wir eingestellt. Hatschitsch, völlig frei, De Lorenzo, rüber. Leute, rechte Seite, spielt euch da erstmal nach vorne, nicht die Flügelwechsel. Rechte Seite, das andere rechts. Wendt spielt Pantovic, was machst du denn da in die Mitte? Mendisch! Ja! So ähnlich habe ich mir das vorgestellt. So ähnlich, ja! 2-0 für uns. 70. Und jetzt wechseln wir mal ganz gepflegt aus. Und gehen nochmal ruhig. Jetzt schaukeln wir das nach Hause, Leute. Jetzt wird das nach Hause geschaukelt. Pressing bleibt hier. Elvedi, danke. Elvedi geht rein für Sinclair oder für... Knoche. Knoche ist der Kapitän für Sinclair. So. Und jetzt können wir, nachdem wir 2-0 vorne liegen, entweder auf die rechte Seite, weil wir können auch rechts nochmal weiterspielen, ne?
Wir können auch einen Stürmer rechts rausnehmen. Die rechte Seite. Wir können einen Stürmer rechts rausnehmen, können Pauson für ihn einnehmen, sagen, Hauptsache wir gewinnen. Wir schauen mal, das 2-0 nach Hause ist. Ja, kein Zufall, dass die auf dem 5. Platz stehen. Heimvorteil USW. Das können wir machen. Wir können Gelbe austauschen, ja. Wir können auch Faller. Paulita ist nicht mehr so frisch, ne? Und hat eine Gelbe. Zwei Wechsel noch möglich. Wir können auch Leistner nach rechts schicken. Weil Hatschitsch hat hier ein kleines Problem. Ne, der ist topfit. Den Pauson rein für Urea. Wechseln Milosch wieder nach rechts. Packen die ja hinten rein. Fausto de Lorenzo in die Mitte. So. Der bleibt hier. Der macht hier weiter Druck. Der ist alleine auf der Seite. Der weicht etwas auf den Flügel aus. Abgesichertes, ruhiges Aufbauspiel. Ein Ticken defensiv. Und weiterhin über die rechte Seite und Pressing, Leute. Pressing! Über die rechte Seite, haben wir so eingestellt. Hatschic weit raus, Pantovic völlig frei. Flügel verweist, De Lorenzo am Ball, flankt in die Mitte. Echeverri, etwas spitzer Winkel. Etwas spitzer Winkel, Leute. Mit dir. Flügel im Mittelfeld, Flügel in der Mitte, in der Mitte. Aber versteht ihr mich nicht? Luka Hatschic, Tor! 3:0 für den VfR Aalen. Zauberhaft. Aalen kommt weiter. Mann, wohin führt uns unsere Reise ja noch? Knapp vorbei. Einmal auswechseln. Letzte Auswechslung bitte. Und wir nehmen nochmal rein. Wer ist bislang zu selten eingesetzt worden? Der ist sehr wenig eingesetzt worden. Faller ist oft eingesetzt worden. Den gelb gesperrten Paulita können wir rausnehmen. Letzter Wechsel. So bleibt's jetzt. So schaukeln wir das Ding jetzt nach Hause. Wir gehen noch ein bisschen beim Einsatz runter. Knoche baut auf, raus auf den linken Außenverteidiger. Oldie Oscar. Oscar Wendt. Mendes, völlig frei der Brasilianer. 4-0 im Defensivmodus. Die armen Würzburger. Da tut einem der Gegner fast schon leid. Die Betonung liegt nicht auf Leid, sondern auf dem Wörtchen fast. 0-4. Ja! Traum. Wunderbar. Aalen vorne. 6 Punkte Vorsprung auf Platz 2. Die beiden Erstplatzierten steigen auf. Drittplatzierter in der Relegation. Wir wollen nicht drüber nachdenken, Leute. Das ist jetzt nur so ein Gedankenspiel. Mission Klassenhalt funktioniert bislang ganz gut. Jeder Punkt, den wir uns holen, sind wir etwas entfernt vom Platz 16, der uns ein Problem bereiten würde. Mission Klassenhalt bislang auf einem guten Weg. Ganz ruhig bleiben. WB griff heute in der Halbzeit erbost durch. Die Ansprache bewirkt eine deutliche Steigerung in der zweiten Hälfte. So passte am Ende das Ergebnis. Ja, läuft weiter gut. Fein, fein. Teamgeist gut. Eine Stufe weiter.
Eutropio Echeverri. Sehr cool, erste Mannschaft. Ach stimmt, den wollten wir auch boosten. Der ist jetzt zum Neuner geworden. Sehr fein. Hat mir als Achter eingekauft. Top. Und weiter. Oh oh. Oh oh. Zwei Gesundheitsereignisse in einer Woche. Das führt wahrscheinlich dazu, dass die Leute auch schlechter trainieren oder so, ne? Vielleicht soll man doch ein bisschen aufpassen. Wen boosten wir als nächsten? Eutropio Echeverri. Und den 25-Jährigen. Alles läuft gut. Ja, was meint ihr? Wohin führt uns die Reise? Was ist drin in dieser Saison? Was glaubt ihr, was passieren könnte diese Saison? Ist Luft nach oben oder ist nur Luft nach unten? Wohin führt uns unser Weg? Wie seht ihr das? Was ist alles noch drin in dieser Saison? DFB-Pokalsieg meint Marco. Wir sind ja nur eine Saison, einen Spieltag haben wir geschafft. Black Panther meint Aufstieg, Down Under Mike meint Aufstieg, Champions League meint Klavikus. Alles außer Abstieg, Andragon, da halte ich mich dran fest. Alles außer Abstieg, das ist ab jetzt unser Motto. Danke dir, danke an Andragon, das ist im Ernst. Das ist das Motto für den Rest der Saison. Wir erleben alles hier, außer dem Abstieg. Und was das alles ist, lass uns mal ganz gepflegt überraschen.